Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann, ich kann nicht glauben, dass Mr. Atlas hier in der BV sein wird. Vielleicht bekomme ich dann eins dieser Stipendien, wenn er meinen Sound mag. Hey Miles, hier drüben! Hey! Wenn das nicht Morales der Musikcrack ist. Alles klar, Delisa? Du bist hier, um den Unidozenten Mr. Atlas zu sehen? Ganz genau. Schöne Astronomiestadt. Danke. Schau später mal vorbei. Ich habe ein 3D-Modell des Saturn gemacht. Aber sieh mal. Es ist Kuchen. Ich heb dir ein Stück auf. Danke. Hey. Puh, da bist du ja. Ich will mit ihm sprechen über das Computer-Physikprogramm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde ein. Was ist passiert? Das ist alles. Wir wissen es nicht. Sie wollte was aus ihrem Auto holen und dann, puff, dann war sie verschwunden. Was ich gehört habe, war vermisst und Meldung. Ich würde sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Die Direktorin einholen. Vielleicht kann ich mehr rausfinden. Haben Sie persönliche Sachen von hier? Ja, sie hat ihr Handy da gelassen. Ist es entsperrt? Haben Sie eingehende Nachrichten oder sowas gesehen? Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Er zählt ihre Schritte, wo auch immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Ich hoffe, sie ist okay. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann, sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Okay. Mal sehen, wo dieser Fitness-Tracker ist. Letzter bekannter Standort, Dawson Harbor. Text-to-Speech-Anruf mit Haley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Wann kommst du? Oh Mann! Ich muss erst Miss Ferguson finden. Ich beeil mich. Er verteilt gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann, kannst du mir eine besorgen? Nein, noch besser. Ich habe dir einen Link geschickt. Danke. Viel Glück und beeil dich. Heyo, Miles. Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich. Mr. Atlas ist hier. Ich habe ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Also will er mit dir telefonieren. Passt es gerade? Danke, Genki. Aber es passt gerade echt nicht. Hier ist er, Mr. Atlas. Ich weiß, Sie müssen Ihren Flug kriegen. Genki! Hi. Miles? Ja. Hallo? Sie flüstern. Passt es gerade nicht? Nein. Ich mach's passen. So bin ich. Super. Ich höre, Sie interessieren sich für unser Musiktechnologieprogramm. Erzählen Sie mir doch von sich. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Ich habe gern Musik produziert. Aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Genki hat mir Ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend, besonders die mit dem Titel Schwingen. Was hat Sie dazu inspiriert? Ich habe über Schwingungen von Schallwellen nachgedacht. Da hat sich das ergeben. Interessant. Und können Sie mir sagen, was Ihnen besonders wichtig ist im Leben? Für Leute da zu sein, wenn sie mich brauchen? Zuverlässig sein. Vertrauenswürdig. Jemand, auf den Verlass ist. Sehr interessant. Und abschließend,
Warum glauben Sie, dass Sie gut zu unserer Schule passen? Ich gebe nicht auf. Und ich will das Richtige tun. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Faszinierend. Tja, Miles, danke für Ihre Zeit. Ich glaube, ich habe alles. Danke. Brauchen Sie meine E-Mail-Adresse, wenn Sie sich melden wollen? Ich zeig Sie erst mal. Das hätte besser laufen können. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. So, damit wären die aus dem Verkehr. Mal sehen, wohin das Signal führt. Ich hab's doch schon gesagt. Ich hab für die Red Corporation gearbeitet, nicht aus Korps. Da ist sie. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Sie hat die gleiche sechsstufige Verriegelung. Jetzt helfen Sie uns, sie zu entsperren. Sonst machen wir das auf die harte Tour. Ich wurde entführt und an einen Stuhl gefesselt. Wie soll dann die harte Tour erst aussehen? Das wollen Sie gar nicht wissen. Wir wissen, das Ding hat sechs Schritte. Was ist der erste? Öffnen Sie das Bedienfeld. Okay. Weiter? Singen Sie ein Schlaflied. Bestimmt nicht. Glauben Sie, das ist ein Witz? Für wen? Sie oder mich? Was ist der nächste Schritt? Ich hab dich. Bist du okay? Mir geht's gut. Aber woher wissen die Leute, dass ich für Rand gearbeitet habe? Das finden wir raus, wenn die Geiselsituation vorbei ist. Versteck dich. Ich werde die übernehmen. Spider-Zwerg! Zu deiner Operation gehört Entführung! Wie soll ich das ignorieren? Ich habe jetzt. Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Klar, ich trage öfters Leute. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben.